Der Eiffelturm erstrahlt. Paris will sich auch nach den Terroranschlägen vom November 2015 nicht kleinkriegen lassen. Zwar zeigt die Polizei Präsenz, doch ein Stück weit ist Normalität wieder eingekehrt. Das ist gut für die Pariser und die Touristen, die wie immer ihren Geschäften nachgehen. Doch der Tourismus hat eine kleine Delle bekommen. Chinesische Touristen buchen lieber andere Touren, zum Beispiel in Deutschland. Die Branche geht insgesamt mit einem Touristenrückgang von 10% aus. Dennoch, die Attraktionen der Stadt sind weiterhin gut besucht, die Restaurants am Abend voll. Paris, die Stadt der Liebe. Sie blüht weiter.